Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe gestern Abend nochmal umgeparkt, könnte man sagen, weil es einfach in dieser Ortschaft, wo ich war, zu laut war. Da war an Schlaf nicht zu denken und dann habe ich so Mitternacht rum gedacht, nee, jetzt fährst du, was auch eine gute Entscheidung war, wenn man mit diesem Blick morgens dann doch aufstehen kann. Ich bin jetzt hier an dem Surfwerk Ley Bucht Siel von 1962, wie man dort hinten sehen kann. Und es sind die Nacht auch noch zwei gekommen. Ich stehe da auf der Seite und gehe jetzt erstmal hoch, gucken, was es da drüben noch so zu sehen gibt. Hier steht es auch nochmal richtig geschrieben, Ley Bucht Siel. Da bin ich jetzt an dieser Klappbrücke hier. Und die Aussicht ist herrlich. Ja, betreten auf eigene Gefahr wie immer. Aber das muss jetzt sein. Ja, und wie man sieht, sieht man viel Moorwasser. Und dort hinten ist der Deich zur Nordsee, wo ich heute auf jeden Fall auch hin muss. Aber es ist ja noch früh. Ja, dort oben ist eine Meerjungfrau als Wetterfahne. Ich versuche mal das Ganze ranzuzoomen. Ja, das kann man schon ganz gut erkennen, glaube ich. Auch mal eine nette Idee. Freut wahrscheinlich auch den ein oder anderen Seefahrer. Also hier ist ein optimaler Stellplatz, finde ich. Leider verboten. Habe ich gestern Nacht nicht gesehen, das Schild. Deswegen werde ich gleich mal schauen, ob man hier irgendwo offiziell stehen kann. Alles andere an Stellplätzen ist belegt. Dadurch, dass nur 50% belegt werden darf, stehen halt überall die Schilder, dass die voll sind. Ja, ich bin jetzt nur ein paar Kilometer weitergefahren von der letzten Schleuse, wo ich dann übernachtet hatte, weil es ja in Lehdsdorf so laut war. Und da hatte ich heute Morgen festgestellt, dass man da nicht übernachten darf. Deswegen bin ich ein paar Meter weitergefahren. Und hier, umringt von Schafen, Wasser und ein paar Kühen, ist ein Stellplatz, wo Wohnmobile, wie ihr sehen könnt, nicht verboten sind. Keine Parkgebühren oder sonst was. Also ist es prinzipiell ja erstmal erlaubt. Ich stehe da jetzt zwischen den ganzen etwas größeren. Hoffe, dass vielleicht noch ein Platz hier vorne frei wird, wo ich erstmal nicht von ausgehe. Ist aber auch nicht dramatisch, dann bleibe ich da stehen, wo ich jetzt stehe. Ist ein schöner Platz hier, ist sehr ruhig gelegen. In der Nähe von Gretsiel, was ihr dort vielleicht schon erahnen könnt. Und ja, ich setze mich jetzt aufs Rad und leg los, erstmal Richtung Gretsiel. Ich versuche mal da auf der Seite des Deiches zu fahren und hoffe, dass ich dann irgendwie da hinten hinkomme. Wenn nicht, drehe ich eine extra Runde und werde erstmal das Wetter genießen und die Gegend hier. Es ist noch frisch, wir haben 13 Grad, aber mit Jäckchen wird das schon alles gut gehen. Also, los geht's. Ja, auch sowas gehört leider dazu. Dort hat ein Schaf die Nacht wohl nicht geschafft. Das andere hat es gerade mehrmals so angeschubst, aber da ist nichts mehr los. Ja, jetzt
Jetzt geht es entlang einer Landstraße. Ach ja, da kommt das erste Auto. Also sonst war hier noch nichts. Und rechte Hand ist so ein kleiner Wasserlauf. Sehr angenehm heute Morgen. Zwar noch die Jacke an, weil es zu frisch ist sonst. Aber so im Großen und Ganzen beginnt das schon ganz gut heute Morgen. Wir haben, ach ja, gute 8 Uhr, hatte ich glaube ich schon mal gesagt. Genaue Zeit weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber so um den Dreh. Also kann noch einiges kommen heute. Herzlich willkommen in der Gemeinde Krummhörn. Das sieht doch schon mal gut aus. Da vorne steht das Schild Richtung Grätsiel. Und da fahre ich jetzt erstmal rein. Ja, jetzt bin ich hier am Ortseingang Grätsiel. Da ist auch direkt dieser große Wohnmobilstellplatz, der natürlich völlig überfüllt ist. Aber hier wird schon darauf hingewiesen von der Gemeinde, dass man alle anderen Plätze auch nutzen darf, also Parkplätze, damit man so 2 Meter Abstand hält. Ist ja auch schon mal was. Aber ich habe hier jetzt einen guten Platz. Deswegen geht es jetzt erstmal rein in den Ort. Moin, herzlich willkommen, auch sehr schön. Schicke Windmühle am Anfang. Mit Mühlenkaffee und Mühle Schof, so ein kleiner Laden. Ach, da kommt schon die nächste Mühle. Das muss sich früher gelohnt haben hier mit den ganzen Mühlen und sowas. Dass es davon so viele gibt. Schnuckelig. Ja, so kleine Häuschen überall. Die ersten Angler sitzen am Wasser. Hat schon was. Hier ist wie so ein, ja, der Kanalhafen, sage ich mal. Da kann man sich Boote leihen bzw. Kanalfahrten buchen. Oh, ein ganz nettes Örtchen bis jetzt, Grätsiel, muss ich ja mal sagen. Tretboote. Hier geht der Kanal weiter, auch wieder zu so einem Schöpfwerk. Wo fahre ich denn? Ich fahre mal hier lang. Ja, wenn man in diese kleinen Gassen hier hochkommt, fährt man direkt hier auf diese Mauer zu. Ich nehme an, dass dahinter auch irgendwie ein Kanal ist oder sowas. Aber wunderschön. Moin. Oh, hier ist auch eine Steinsammlung. Die Steine aus der Steinschlange nicht mitnehmen, danke. Ja, natürlich nicht. Das ist ja schön. Da kann man ja fast den Hafen im Hintergrund übersehen. Also wer Ruhe und Erholung sucht, ist hier glaube ich genau richtig. Aber auch hier, diese Seite braucht sich definitiv nicht verstecken. Aber wenn wir jetzt nicht hier diese Corona-Probleme hätten, wäre das hier garantiert voller. Moin. Schaut mal darüber. Jetzt hier mal der Blick von der anderen Seite auf diesen Kanalhafen und auf Grätsiel. Gerade erst ein Stück rausgefahren in diese Richtung bis zum Ende, um nicht immer gegen das Licht zu filmen. Da ist
hat schon sehr stark reflektiert auf der Linse. Ich denke mal, so ist es angenehmer. Und eine Ruhe hier. Herrlich. Ja, und hier gibt es so diverse Windspiele. Auch schön. Was ich auch interessant fand gerade, ist hier der Eingang zum Hafenkieker, das urige Bierlokal. Macht euch selbst ein Bild draus. Hier geht es wieder in den historischen Teil. Diese Holzboote haben ja nochmal einen ganz besonderen Charme, finde ich. Da ist zwar auch modernste Technik drauf, so wie es aussieht, also, ne, für mich als Laien. Aber aufgrund dieser Holzgeschichte doch sehr schön. Hier geht es wieder entlang des Kanals. Am Teekontor vorbei. Hat schon was. In die einzelnen Gassen muss ich gleich nochmal. Klasse. Ja, jetzt hier im Nationalparkhaus Gretsiel ist auch diese Oase Gretsiel für Wellness, Schwimmen, Sauna, Sonnen, alles was so dazugehört. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Dann gibt es hier noch so kleine Parcours, wo man sich sportlich betätigen kann. Dort in der Ferne ist ein Leuchtturm zu sehen. Da radel ich jetzt als nächstes erstmal hin. Dort sieht man schon den Leuchtturm. Das ist übrigens der Pilsumer Leuchtturm. Stand dort vorne vorhin ein Schild. Und nicht der von Gretsiel. Da habe ich mich vorhin vertan. Vielleicht habe ich es auch gar nicht so gesagt. Auf jeden Fall bin ich von Gretsiel gekommen und habe gemutmaßt, dass der zu Gretsiel gehört. Aber Leuchtturm Pilsum. Ansonsten überall schön hier diese kleinen Wasserflächen. Ist schon ein schönes Fleckchen hier. Ich kann mich immer noch nicht so hundertprozentig mit der Nordsee anfreunden, aufgrund dieser riesigen Deichanlagen überall. Aber so, das Umland ist schon sehr schön bis jetzt. Aber ich bin jetzt auch erst das zweite oder dritte Mal hier. Einmal ja, wo wir den Emsradweg gefahren sind. Bis Emden. Da hatten wir ja mit der Nordsee eher so ein bisschen negative Erfahrungen wegen dem vielen Regen an dieser letzten Etappe, wo wir dann 140 Kilometer gemacht hatten an dem Tag. Aber ansonsten ist das hier schon ein schönes Fleckchen Erde. Hier kommt so ein kleines Beobachtungshäuschen, wenn man sich hier die Vögel anschauen will. Das gibt's, kenne ich bei den Emsauen bei uns. Da ist das ähnlich. Aber jetzt hier vor Ort ist das Erste, was ich sehe. Und da kommt der schicke Leuchtturm. Ich finde den farblich ja sehr interessant. Weil sonst ist man ja eher diese roten Backsteinleuchttürme gewohnt. Oder mal rot-weiß. Aber rot-gelb habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, und hier oben vom Leuchtturm hat man jetzt auch einen herrlichen Blick aufs Watt. Das Wasser ist nämlich gerade weg. Windkraftanlagen, da hinten scheint ein Fährschiff zu stehen. Aber jetzt so in der Sonne ist schon herrlich. So, ich werde erstmal wieder in die Richtung weiterfahren oder beziehungsweise in die Richtung zurückfahren.
weil ich ja bei Gretsiel bestimmt noch nicht alles gesehen habe. Aber der Leuchtturm reizte mich erst. Ich nehme diesmal den Radweg durch das Naturschutzgebiet hier. Unheimlich schön. Ja, jetzt bin ich mittlerweile wieder im Ortskern von Gretsiel. Und wenn ihr hier durch diese Gassen fahrt und Cafés seht, solltet ihr auch mal schauen, ob die eine Rückseite haben, so wie dort vorne. Dann kann man nämlich direkt an diesem Kanal sitzen und das Ganze noch mehr genießen. Auch hier wieder so eine schöne kleine Gasse. Und hier bin ich jetzt auf der anderen Seite des Hafens. Es ist echt ein entspanntes Fleckchen. Was mich an der Nordsee hier so ein bisschen stört, ist dieser ständige Wind. Ich hoffe, das geht mit den Windgeräuschen, aber so ganz gut oder perfekt wird es natürlich nicht. Also hier würde ich mich auch gerne hinstellen. Hier stehen sogar Autos. Da stand auch kein Schild Durchfahrt. Aber im Grunde ist das ja selbstredend, dass man Deichanlagen nicht befahren darf. Daher lasse ich das wohl mal. Aber dieses Plätzchen selber hier, wo ich jetzt gerade stehe, wäre ja prädestiniert zum Parken. Jetzt sind wir da oben. Wie gesagt, über diese Deichkrone fahren. Eben hier an dieses Rondell. Und könnte dann perfekt dort stehen. Das wäre doch was, oder? Was meint ihr? Schreibt mir mal, ob ihr nicht auch gerne genau da stehen würdet. Egal, mit Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Bulli, wie auch immer. So, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit dem Video. Ich habe Schmacht, werde jetzt zurückfahren, mal langsam was kochen und dann das Übliche, ein bisschen lesen, noch ein bisschen rumbummeln. Also, macht's gut und bis zum nächsten Video. Euer Markus.